So, hallo, willkommen zur dritten Session, jetzt am heutigen Tage zumindest. Jetzt geht es heute vor allem und jetzt um PowerPoint. Unser Referent ist nach wie vor und immer noch, Gott sei Dank, der Herr Martin Brückmann. Der wird sich gleich nochmal kurz vorstellen. Moderiert wird das Ganze vorrangig vom Herrn Nils Stahl von der IFMB, der das auch ganz, ganz wunderbar macht. Ich bin auch mit dabei. Mich kennen Sie wahrscheinlich inzwischen alle schon. Und wenn Sie Fragen haben, stellen Sie die ruhig in den Chat. Der Herr Stahl und ich werden die beantworten. Sie können nicht miteinander chatten. Das haben wir diesmal so eingestellt. Und wir versuchen, diese Fragen entweder im Chat zu beantworten oder an den Herrn Brückmann weiterzugeben. Die Veranstaltung wird natürlich aufgezeichnet, wie auch schon die letzten. Es wird dann möglichst zeitnah auf dem YouTube-Channel des Schulwerks hochgeladen, auf der Playlist iPads. Dort bitte einfach nochmal anschauen, auch wenn es jetzt ein bisschen schnell gehen sollte, dort einfach nochmal reinschauen. Da können Sie sich das dann in Ihrem ganz individuellen Tempo, so oft, wie Sie es eben möchten oder wie es halt einfach mal nötig ist, angucken und dann auch nochmal weitergeben. Und auch bitte schön, schön Werbung machen, wenn es Ihnen gefallen hat und wenn Sie das hier positiv fanden, schön weitergeben im Kollegium, dass das auch populär wird, dass wir noch viele, viele weitere Zuschauer gewinnen. Okay, ich übergebe und bedanke mich schon mal vielmals. Genau, ich habe auch nichts mehr hinzuzufügen. Mich hat es gerade rausgeworfen aus Zoom. Deswegen vielen Dank fürs kurze Übernehmen. Und dann viel Spaß und ich melde mich am Ende nochmal oder zwischendrin. Okay. Gut, dann, ach Gott, jetzt war das fast schon zu früh, aber egal. Also, jetzt habe ich gleich erstmal meinen Bildschirm geteilt, aber eigentlich hätte ich noch gar nicht teilen müssen, denn eigentlich möchte ich mich ja erst nochmal vorstellen. Mein Name ist Martin Brückmann, bin der Dozent heute jetzt für die dritte Runde. Ein herzliches Hallo nochmal an all diejenigen, die jetzt die ersten beiden Runden schon dabei waren. Vielleicht haben wir den einen oder anderen neuen halt auch noch dabei. Gut. Ja, kurz zu mir. Ich unterrichte auf der wunderschönen Ostseeinsel Fehmarn. Ich bin in einer medizinischen Einrichtung tätig, habe hier die 4. bis 10. Klassen in der Regel unter mir. Meine Kolleginnen und Kollegen decken so den Bereich 1 bis 3 ab, aber ab 4 geht es dann bei mir los. Kernfächer bei mir sind Deutsch und Englisch. Ich unterrichte halt auch andere Fächer, die ich mir sozusagen zusätzlich so ein bisschen mit aneignen musste, aufgrund dessen, dass natürlich in medizinischen Einrichtungen nicht der Lehrerstamm da ist, den man vielleicht an einer normalen Schule erwartet oder halt vorrätig halten muss. Okay, ja, die beiden großen Firmen Apple und Microsoft haben mich zertifiziert. Das heißt, die haben das Vertrauen in mich, dass ich ihnen keinen Blödsinn erzähle und im Prinzip ihnen ein paar Tipps und Tricks rund um die Software und die Hardware zu ihrem Gerät geben kann. Ich möchte meinen Vortrag heute, was ich machen möchte, ist so aus dreierlei jetzt in dieser Runde. Das erste ist erstmal, dass ich mit Ihnen zusammen PowerPoint einmal anschaue und einfach mal so ein bisschen in die Grundfunktion, in den Grundaufbau reingucke. Das zweite ist dann, dass wir uns quasi eine Präsentation einfach mal erstellen. Das heißt, wir fügen ein bisschen Bilder ein, wir fügen ein bisschen Text ein. Ich zeige mal so das ein oder andere, was man machen kann. Und das dritte ist dann natürlich, dass ich Ihnen PowerPoint auch nochmal als hervorragendes Werkzeug für einen Tafelersatz einfach mal näher bringen möchte. Das ist etwas, mit dem ich ganz, ganz viel arbeite. Und das ist etwas, was ich auch gerne weitergeben möchte. Ja, warum PowerPoint überhaupt auf dem iPad? Kann man doch auch am Desktop machen, ist doch auch umfangreicher und man sitzt da auch besser und man hat einen größeren Bildschirm vor sich. Ja, stimmt, aber PowerPoint auf dem iPad hat natürlich auch den charmanten Vorteil, ich kann es überall mit hinnehmen. Es ist völlig egal, ob ich da jetzt gerade in der Natur unterwegs bin, ob ich in einem Klassenraum sitze, ob meine Schüler irgendwie durch die Gegend toben. Nicht toben mit dem iPad, aber ob sie durch die Gegend toben. Und trotzdem können sie halt gemeinsam halt auch an Dokumenten arbeiten. Und ich habe halt auch jederzeit einfach die Möglichkeit, auf meine Kamera im iPad zuzugreifen. Das heißt, ich kann Bilder machen und ich kann auch Videos machen, die ich halt in PowerPoint einbinden kann. Ja, also ich habe einfach wie so ein kleines Schweizer Taschenmesser. Ich habe im Prinzip alles bei mir, was ich brauche, um mal eben schnell tolle Ergebnisse hinzaubern zu können. Und denke mal, das will ich mir jetzt gerne mal mit Ihnen anschauen. Dann gebe ich mal meinen Bildschirm soweit frei und starte einfach mal PowerPoint. Okay. So. Kurze Frage an die beiden Moderatoren, weil das kann ich jetzt nicht sehen. Wird mein Bildschirm angezeigt?
Jawohl, passt. Super, alles klar. Gut. Gut, gehen wir es einfach nochmal kurz durch. Ich habe jetzt hier auch den Assistive Touch noch mit dazu. Das heißt also, das, was ich mit meinem Finger mache, den Sie normalerweise nicht sehen können, wird Ihnen jetzt zumindest hierüber so ein bisschen verdeutlicht. Also, kümmern wir uns erstmal so ganz kurz hier um diese linke Leiste. Hier haben wir so ein paar Grundfunktionen einfach drin. Oben ist das Benutzerkonto. Darunter ist dieses Häuschen und unter diesem Häuschen befindet sich im Prinzip nur meine zuletzt verwendeten Dateien, die hier in der Regel auftauchen, beziehungsweise halt auch mit mir geteilte Dateien, die dort auftauchen. Da ich dieses iPad jetzt gerade vorhin einmal neu aufgesetzt habe, befinden sich jetzt hier weder geteilte Dateien noch zuletzt verwendete Dateien. Das ist jetzt die erste, die ich hier gemeinsam mit Ihnen zusammen anlege. Dann haben wir hier dieses kleine Plusfeldchen. Mal kurz zur Seite nehmen. Unter dem Plus, Plus immer hinzufügen. Und genau das haben wir halt auch hier. Das heißt, hier können wir uns eine Präsentation jetzt hinzufügen. Oben links die leere Präsentation, im Übrigen ja auch Standard bei allen Microsoft Apps. Das heißt, oben links haben wir immer eine leere Präsentation, ein leeres Tabellenblatt oder ein leeres Dokument, also wenn von Excel, Word oder halt PowerPoint reden. Dann noch darunter verschiedene Vorschläge einfach, schon bestehende Formate für eine Präsentation zu übernehmen bzw. anzuwenden. Wir werden uns aber gleich einfach mal mit einer leeren Präsentation beschäftigen. Hier drunter noch das Ordnersymbol. Das heißt, jetzt kann ich meine Dateien, die ich natürlich schon angelegt habe, kann ich natürlich auch öffnen, entweder aus OneDrive oder halt Dateien, die auf meinem iPad schon gespeichert sind. Ich habe den Zugriff auf die Dateien-App und ich kann natürlich auch ein weiteres Speicherkonto als solches hinzufügen. Ein bisschen weiter unten in dieser Liste ist dann, muss ich nochmal da reingehen, sind dann diese 9 Pünktchen, die einfach weitere Apps, die Microsoft mir bietet, auflistet. Outlook, OneDrive, OneNote und so weiter. Sie sehen hier selber bei mir, ich könnte jetzt hier das ein oder andere noch abrufen. Ich habe jetzt heute für dieses iPad jetzt erstmal nur Word, Excel und PowerPoint abgerufen. Und tippe hier mal wieder fertig. Ich habe mein kleines Fragezeichen da unten noch. Auch das einmal ganz kurz, nämlich Hilfe und Feedback. Die Produktverbesserung von Microsoft in dem Sinne, beziehungsweise Hilfe und Support. Und darunter, und das ist wesentlich wichtiger, dieses kleine Zahnrädchen hier unten, wo sich halt tatsächlich nochmal so ein paar Einstellungen verbergen. Auch hier habe ich wieder meine Speicherkonten, OneDrive, beziehungsweise kann ein weiteres Speicherkonto hinzufügen. Das sagte ich auch schon bei den ersten beiden Runden jetzt. Es kann sein, dass da bei Ihnen noch andere Speicherkonten auftauchen. Das liegt an der Konfiguration des iPads dann als solches. Die Offline-Dateien sollen, oder in der Regel sind diese beiden Schieber gesetzt, sodass die Dateien halt heruntergeladen werden, wenn eine WLAN-Verbindung verfügbar ist und nicht über mobile Daten, sofern die überhaupt möglich sind auf den schulisch genutzten Pads. Und dass die zuletzt verwendeten Dateien halt offline verfügbar sein sollen. Auch das, der Schieber ist gesetzt, denn wenn ich mal nicht im WLAN bin, dann möchte ich ja trotzdem in meinen Dateien weiterarbeiten können. Der Rest kann man aus den Einstellungen heraus, denke ich mal, erst einmal belassen. So, also ich gehe jetzt hier oben mal wieder auf dieses kleine Plus und lege eine leere Präsentation an. Bam, da ist sie. So, und jetzt geht mir klassisch eine typische Präsentation auf, genauso wie man das auch von der Desktop-Version her kennt. Die Desktop-Version ist natürlich ein bisschen umfangreicher als die Tablet-Version, als die iPad-Version. Wobei ich denke, dass man gerade auch mit der iPad-Version von Pages schon eine ganze Menge machen kann. Aber natürlich sind so speziellere Sachen oder halt auch Einstellungen, genaues Trimmen und so weiter, das ist dann unter Umständen schon mal mit der Desktop-Version einfach deutlich komfortabler. Ich möchte einfach mal hier oben einmal kurz diese orangefarbene Leiste durchgehen. Und wenn wir das so mal gemacht haben, dann kümmern wir uns mal um eine eigene Präsentation. Beim Start, na, so viele Möglichkeiten haben wir nicht. Wir können eine neue Folie hinzufügen. Wir können von vornherein mal in das Layout reingucken.
Layout heißt ja auch nur, es sind ja im Prinzip nur Formatvorschläge, wie wir diese Folien aufbauen wollen. Neue Folie ist, denke ich mal, klar, dann kriegen wir einfach eine zweite hinzu. Wenn ich jetzt eine Folie zu viel habe, dann kann ich einfach mit einem Fingertipp auf die Folie, die zu viel ist oder die ich generell löschen möchte, einmal drauf tippen. Dann geht mir hier sofort mein kleines Kontextmenü auf und ich kann jetzt hier einfach auf Löschen tippen und die Folie ist auch wieder weg. So. Natürlich habe ich hier die Standards, also hier wird dann die Schriftart drin stehen. Fett, kursiv, unterstrichen. So, jetzt müsste ich mal irgendwas kurz hier tippen, nur dass man das mal sieht. Und unser Segelboot. Diejenigen, die jetzt, wie gesagt, von Anfang an dabei sind, die haben jetzt gemerkt, es geht irgendwie alles ums Wasser. Naja, es liegt vielleicht auch in der Insellage hier. Aber okay. So, also Thema soll sein Segelboot. Und jetzt haben wir hier oben einfach die Schriftart eingestellt. Schriftgröße 24, wie gesagt, fett, kursiv, unterstrichen. Dann dieses A mit den drei Punkten. Wenn ich dort mal drauf tippe, dann habe ich weitere Formatierung. Also durchgestrichen, tiefgestellt, hochgestellt. Die gleichen Punkte, die ich in Word auch habe, die in Word und normalerweise in Excel, in PowerPoint halt auch in dieser grauen Menüleiste liegen, die verbergen sich jetzt hier einfach aus Platzgründen halt hinter diesem A mit den drei Punkten. Natürlich kann ich meine Schriftfarbe auch wieder auswählen. Ich habe hier bestimmte Standards einfach vorgegeben, kann aber auch hier unten auf weitere Farben tippen und bekomme dann alle möglichen weiteren Farben auch noch angezeigt bzw. angeboten. Das kann ich jetzt aber auch lassen. Daneben befindet sich ein A mit einem Pinsel. Das heißt, das sind jetzt in dem Falle einfach mal die WordArt-Formatvorlagen, wer es braucht in dem Sinne. Natürlich habe ich meine Aufzählung, verschiedene Aufzählungszeichen. Ich kann meine Listen entsprechend machen mit den entsprechenden Nummerierungen. Und das hier ist nochmal interessanter, denn dieser Punkt hier mit diesen drei Strichen und den drei Punkten wieder bedeutet, hier habe ich meine Absatzausrichtung jetzt drin, von wo nach wo soll denn bitteschön der Text laufen. Meine Ausrichtung selbst habe ich diesmal daneben stehen. Links zentrieren, rechts Blocksatz. Kennt man, denke ich, das ist ja, altbewährter Hut. Und ganz rechts kann ich dann natürlich sogar noch Formen hinzufügen, die man ja auch gerne bei PowerPoint braucht. So, gehen wir einen Schritt weiter hier oben auf das Einfügen. Na, neue Folie, Layout, neuer Kommentar. Ich denke mal, das ist klar. Wir können uns aber auch Tabellen hinzufügen. Wir können Fotos hinzufügen. Wenn wir aus Fotos hinzufügen, dann greifen wir auf die Foto-App im iPad zu und können dort halt entsprechend die Fotos einfügen. Wir können aber auch genauso gut in die Kamera oder auf die Kamera zugreifen und direkt mit Fotos arbeiten. Piktogramme, das wäre hier dieser kleine Vogel mit dem Blatt. Wir können hier Videos einfügen und das ist etwas, das können wir in Word nicht, das können wir aber wunderbar in PowerPoint machen, dass wir kleine Videos aufnehmen und die halt auch direkt in die Präsentation mit einbauen. Natürlich ein Internetlink beziehungsweise halt auch entsprechende Formen, die wir damit einbauen können. Textfelder und Add-ins, hier so also als kleiner Pfeil hier unten nochmal dargestellt, weil es zumindest bei mir im iPad, müsste bei Ihnen aber, denke ich mal, auch so sein, einfach nicht mehr in diese Leiste mit reinpasste. Das, was das iPad ja auch schon bei Word und bei Excel halt wirklich ja, ein großer Pluspunkt des Gerätes ist und natürlich der entsprechenden Software, ist die Möglichkeit, dass wir direkt reinzeichnen können. Und das heißt auch hier wieder, wir haben unseren Radierer, wir haben verschiedenste Stifte, wir haben hier wieder Textmarker. Wir können uns aber auch hier über dieses Plus jederzeit noch Stifte dazu hinzufügen. Wir haben ein Lineal zur Verfügung und ja, bleiben wir erstmal dabei. Ja. Wir können die Designs ändern, wir können die Foliengröße ändern und das ist tatsächlich ein Punkt, der ist wichtig. Je nachdem, worüber Sie präsentieren, also oder worüber die Schüler auch präsentieren, ist es hilfreich, den Punkt hier so ein bisschen im Auge zu behalten. Entwurf, Foliengröße. Denn wir haben einmal das Format 4:3 und einmal das Format 16:9. So.
da kann es manchmal zu Problemen kommen. Also gerade wenn wir vielleicht teilweise noch ganz alte oder je nachdem, wie der Beamer halt auch ausgestattet ist, über den man projiziert, kann es sein, dass das, wenn es ein etwas älterer Beamer ist, dass der nur 4:3 kann und noch nicht 16:9. Ist diese Folie aber auf 16:9 angelegt, dann haben wir ein ja nicht verzerrtes Bild, aber nach oben und unten ist dann halt immer so ein dicker schwarzer Rand. Und das kann man umgehen, indem man von vornherein die Foliengröße hier entsprechend umstellt. Heißt aber nicht, dass man das nicht auch jederzeit machen kann. Das kann man auch zwischendrin machen. Da muss man nur gucken, wie es dann tatsächlich hier so ein bisschen die Ausrichtung, was passiert damit. Ja? Aber in der Regel wird das halt auch angepasst. Genauso kann ich mir hier meinen Hintergrund noch formatieren. Das heißt, wenn ich kein klassisches Weiß haben möchte. Aber dazu haben wir natürlich auch im Vorfeld diese Designauswahl, also die verschiedensten Vorschläge schon. So, ich drücke mal ein bisschen auf die Tube. Übergänge. Natürlich keine Präsentation oder kein Präsentationsprogramm, was nicht allerlei Übergangseffekte oder Animationseffekte beinhaltet. Und auch hier haben wir ein paar Übergangseffekte drin. Und ich denke mal, das kennen Sie ja vielleicht auch schon von den Desktop-Varianten. Also es gibt wirklich ganz, ganz viele Übergangseffekte, ob man die immer braucht und ob das eine gute Präsentation ausmacht, wenn es blinkt und blendet, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Also, aber na gut, die Effekte sind da. Und so kann ich natürlich also nicht nur einen Übergangseffekt definieren, sondern ich kann ihn sogar noch entsprechend verfeinern, beziehungsweise hier mit diesem Punkt halt auch auf alle anwenden. So. Animation, genau das Gleiche. Auch dort wieder verschiedenste Möglichkeiten. Bildschirmpräsentation. Das ist auch interessant. Da gibt es einmal natürlich von Anfang an, macht Sinn, und ab der aktuellen Folie, wenn ich zwischendurch einfach mal nur eine Folie präsentieren will oder ein, zwei Folien präsentieren möchte, aber nicht gleich die gesamte Präsentation von Anfang an nochmal durchlaufen lassen möchte. Die Referentenansicht, wenn ich die jetzt antippe, jetzt müssten Sie mir mal sagen, ob das noch geteilt wird oder nicht. Was Sie jetzt bei mir sehen. Ja, wir sehen es tatsächlich noch. Sie sehen es. Oh, das ist Wahnsinn. Ja. Okay. Ja, das ist klasse. Okay. Denn das funktionierte nämlich bis vor kurzem definitiv nicht, dass man das nicht per Zoom dann auch noch übertragen konnte. Die Referentenansicht ist einfach folgendes, dass ich hier natürlich meine aktuelle Folie habe. So, und jetzt tatsächlich, oh, das geht auch, ich bin begeistert, tatsächlich sogar durch das Drücken oder mit dem Finger einfach auf das Display zu drücken, dass ich dort meinen Laserpointer habe. Das heißt, das würde jetzt auch per Beamer irgendwo an die Wand geschmissen werden und ich könnte mit dem Laserpointer jetzt da also auch noch genau darauf hinweisen, je nachdem, was ich gerade erkläre. Und hier unten, hier befindet sich meine, ja, wie gesagt, meine Moderatorenansicht. Das heißt, hier befinden sich die Folien, die ich alle habe, beziehungsweise auch Notizen, die ich mir dazu noch einblenden kann. Das befindet sich dann hier oben in diesem Menü. Das sieht aber natürlich niemand außerhalb meines iPads. Das, was meine Schüler oder halt auch andere Zuhörer oder mein Publikum sieht, ist dann tatsächlich immer nur diese Folie, beziehungsweise die sehen auch nur meinen Laserpointer. Das ist also eine ungemeine Erleichterung, dass man hier unten einfach schon mal auch so ein bisschen die Vorschau hat, was sieht man, was sind die nächsten Folien, vielleicht auch die ein oder anderen Moderatoren-Notizen hinzufügt, was muss ich da entsprechend zu den Folien sagen. Gut. Das schließe ich jetzt mal wieder. Das ist toll, dass das jetzt geht. Das finde ich super. Und natürlich kann ich auch einzelne Folien dann letztendlich ausblenden. Um ganz kurz noch hier oben zu bleiben, mit diesem Dreieck, was so aussieht wie ein Play-Symbol, ist es natürlich genau das. Das heißt, hier starte ich jetzt einfach meine Präsentation mit, ich mache es nochmal kurz. iPad hat ja eine Gestensteuerung, das heißt, Sie sehen jetzt hier nur diesen. Das ist mein Zeigefinger. Hier unten, was Sie jetzt unterhalb des Segelbootes nicht sehen, ist mein Daumen. Und wenn ich die beiden jetzt hier zusammenziehe, dann mache ich das Ganze klein und damit würde ich jetzt auch automatisch meine Präsentation einfach schließen. Ja,
natürlich haben wir oben auch noch eine Suchfunktion und diesen Kasten mit dem Pfeil nach draußen. Wenn ich den jetzt mal antippe, dann kann ich hier erstmal meiner Präsentation, die ich jetzt anlege, kann ich überhaupt erstmal einen Namen vergeben. Ich belasse das jetzt einfach mal bei Segelboot, Speicherort, OneDrive, speichern und gutes. Na komm schon. Ja, hat er. Okay. So, und neben diesem Kasten, also neben diesem Speichersymbol, habe ich dann hier noch meine drei Punkte. Autospeichern, das ist wichtig, aber dieser Regler ist in der Regel auch immer gesetzt. Das heißt, alle Schritte, die ich mache, werden natürlich auch mitgespeichert, auch wenn ich das Pad einfach zuklappe. Und ansonsten habe ich hier noch mehrere Möglichkeiten, wie zum Beispiel Kopie senden per E-Mail mit Outlook oder mit einer anderen App. Ich kann das Ganze exportieren als Open Document Presentation oder halt natürlich auch wieder als PDF. Und ich kann das Ganze drucken und so weiter und so weiter. Okay, gut. Auch hier wieder eine kurze Mini-Unterbrechung. Gibt es bis hierhin erstmal Fragen Ihrerseits? Bei mir sind keine aufgetaucht. Vielen Dank soweit. Genau, es gab eine Frage, die habe ich jetzt gerade eben auch erst entdeckt. Die kam auch jetzt gerade erst rein. Ich muss kurz durchlesen, ob es für alle ist. Ah ja, wie man mehrere Objekte auf einer Folie markieren kann, kam mir gerade als Frage. Ob das geht, weil man, wenn man die dann zum Beispiel gleichzeitig animieren möchte. Ja. Jetzt sind Sie in der glücklichen Lage, eine Tastatur mit Trackpad zu haben. Stimmt. Ich glaube, damit ist es deutlich einfacher, weil damit haben Sie ja Ihren Mausersatz. Und über die Tastatur gibt es ja, welche waren das jetzt? War das die Command? Nee, welche war das? Welche Taste war das? Command oder war es Alt? Eine von beiden musste man gedrückt halten und dann konnte man die alle nacheinander markieren. Liebe Moderatoren, wärt ihr so gut und würdet das mal ausprobieren? Ich kann meine Tastatur hier gerade aktuell nicht verbinden, sonst würde ich es sofort machen, aber ja. Ich kriege es gerade nicht hin. Das müsste kurz der Herr Wannerstuck machen, weil ich leider das Tastaturmodell nicht bei mir habe, aber das kriege ich auf jeden Fall raus. Jetzt kamen doch noch ein paar andere Fragen dazu gerade. Immer her. Zum Thema Unterschied Kopie senden und Dokument verschicken, beziehungsweise an sich nochmal, ob du darauf eingehen kannst, wie man das Dokument mit den Schülern und Schülerinnen am besten teilt. Ja. Also tatsächlich genau hier oben. Also wir können ja davon ausgehen, dass wir müssen beim Teilen so ein bisschen schauen, wie wollen wir jetzt teilen? Ne? Also wollen wir so teilen, dass wir gemeinsam an einem Dokument arbeiten oder erarbeite ich jetzt beispielsweise aus meiner Lehrerrolle etwas mit den Schülern, nehme mir dazu einfach PowerPoint zum Beispiel jetzt als Notiz-App, weil ich dort halt was mit denen mache und möchte einfach das Ergebnis anschließend teilen. Das kann ich ja, also die beiden Grundüberlegungen stecken ja erstmal drin. So, wenn ich Schritt 1 machen möchte, das heißt, ich möchte meine Mitschüler oder Mitschüler auch untereinander, das geht ja auch, oder auch Kollegen untereinander natürlich, sollen die gemeinsam an einem Dokument arbeiten, dann ist es wieder diese Funktion hier oben, dieser Kasten mit dem Pfeil, der so rechts rausgeht. Wenn ich den antippe, dann kann ich Personen einladen. Ja, ich kann keine jetzt hier gerade einladen, aber ich könnte jetzt hierüber Personen, die ich angelegt habe in dem System, also die auch in meinen Kontakten und so weiter drin sind, die könnte ich jetzt hier mit hinzufügen. Ich kann genauso gut den Link zu diesem, na gut, kann ich jetzt ja auch nicht, aber es geht jetzt nur um meine Version, dass ich das jetzt hier nicht kann. Ich könnte aber auch den Link zu OneDrive kopieren, also zu meinem Ablageort und würde diesen Link jetzt einfach beispielsweise per E-Mail anderen zur Verfügung stellen. Dann können die auf meine Datei einfach zugreifen und können daran mitarbeiten. Trotzdem bleibe ich natürlich der Boss des Ganzen und kann auch jederzeit sagen, ich möchte diese Freigabe jetzt beenden. Ja? Also die Kontrolle bleibt immer bei demjenigen, der dazu das erste Mal einlädt. Das wäre ein Miteinanderarbeiten. Ich kann natürlich auch sagen, dass ich einfach
eine Kopie dessen sende. Und wenn ich die Kopie sende, dann werde ich auch nochmal gefragt, wie, zum Beispiel als PowerPoint-Präsentation oder aber als PDF. Und diese kann ich dann beispielsweise ebenfalls per E-Mail oder per AirDrop, je nachdem, wie dicht die Schüler dann halt auch dran sind an einem oder welche Möglichkeiten auch innerhalb der Schule da zur Verfügung stehen, kann ich diese Datei dann halt den Schülergeräten übermitteln. Auch mit der Classroom-App, das funktioniert ja auch. Ja, ich weiß nicht, Classroom-App wird die... Das haben wir morgen. War wunderbar, genau. Morgen, genau. Ah, dann ist das, wird sich dann, dann wird sich da vielleicht schon zeigen, wie die dann halt auch gut geteilt werden können oder weitergeteilt werden können von dem Lehrerpad auf die Schülerpads. Und zwar so, man kann die dann auch direkt auch bei den Schülerpads direkt öffnen, sodass die also gar nicht erstmal irgendwo ankommen und suchen müssen, sondern zack, genau diese App wird dann einfach direkt auf den Pads der Schüler geöffnet und dann können alle sofort damit arbeiten. Genau. Aber dann arbeitet jeder in seiner Kopie. Dann ist es nicht unbedingt dieses kollaborative Arbeiten, dass wir zusammen an einem Ding arbeiten. Aber ich denke mal, da will ich jetzt auch nicht zu weit vorweggreifen. Vielen Dank. Ich habe jetzt noch das rausgekriegt, was wir vorhin besprochen hatten mit den mehreren Sachen markieren. Auch danke dafür an einen User, eine Userin aus dem Namen jetzt in Zoom ist nicht ganz eindeutig, ob es ein Herr oder eine Dame ist. Sie haben zwei Tastenkombinationen. Mit Control und A können Sie alles markieren, was auf einer Folie ist. Also quasi die Steuerung A auf dem Windows-Rechner. Und es ist tatsächlich, um einzelne Sachen zusätzlich zu markieren, es ist nicht Control und Antippen tatsächlich, sondern es ist die Command-Taste. Also bei Apple sind es dann zwei verschiedene Tasten, die gedrückt werden müssen. Die Control-Taste finden Sie in der untersten Zeile, die zweite von links. Und die Command-Taste ist tatsächlich zweimal verfügbar, links und rechts jeweils der Leertaste. Aber Command und Antippen fügt quasi mehrere Objekte hinzu zur Auswahl und Control und A markiert alles auf der Folie. Genau. Wunderbar. Ich hätte dann noch ein paar Fragen, die hier reingekommen sind. Einfach mal raus. Genau. Einmal haben wir eine Frage zur Zeichenfunktion während der Präsentation, also ob man währenddessen zeichnen kann. Ich vermute, dass... Währenddessen? Ja. Also während ich präsentiere. So habe ich zumindest die Frage verstanden. Ich muss gerade nochmal gucken. Kann ich während der Präsentation auf dem Beamer die Zeichnen-Funktion verwenden? Ich würde sagen nein, aber wir können ja den Laser verwenden und das war auch die Frage, die eine andere, ob wir nochmal den Laser anschauen können. Also ein klares müsste, probiere ich gleich mal aus, denn also bei Keynote geht es. Das stimmt. Interessanterweise. Ja, doch, es geht. Genau. Also bei Keynote geht das nämlich auf jeden Fall und bei PowerPoint müsste ich gucken, müsste ich aber ausprobieren. Genau, wenn du einmal die Bildschirm, die Referentenansicht nochmal reinmachst, ich habe es gerade auch getestet, geht wunderbar. Und jetzt oben in der Ecke ist dann der Stift, genau. Ja, genau. Ja, ne? Wahrlich nicht schön. Sieht man es oder sieht man es nicht? Man sieht es wunderbar. Ja, toll. Genau. Und dann nochmal der Laser ganz kurz. Wie kann man den nochmal aktivieren? Wenn man einfach aufgeht mit dem Finger, genau. Oder? Genau, das war, also ich bin wieder in meiner Referenten. Nee, muss ich nicht meine Referentenansicht. Das kann ich auch direkt in der Präsentation machen. So, jetzt müssten Sie ja einfach nur das Wort Segelboot sehen und sonst sieht man nichts mehr. Also nur weiß. Und tatsächlich ist es so, wenn ich einfach nur den Finger jetzt länger drauf gedrückt halte, also eine Sekunde oder eine halbe Sekunde, also nicht das Antippen einfach nur, sondern wirklich einen Moment draufhalten. In dem Moment erscheint der Laserpointer. Mhm. Ja? Und wenn ich den Finger wieder wegnehme, ist er logischerweise wieder weg. Perfekt. Und damit haben wir auch schon die nächste Frage beantwortet, weil da war noch die Frage, wenn die Referentenansicht nicht gewünscht ist, dann kann man hier einfach auf ab der aktuellen Folie oder von Anfang an klicken und dann sehen Sie es, wie es beim Herrn Brückmann gerade war, dann wird einfach... Genau. So ist die Referentenansicht oder wenn man nur auf ab der aktuellen Folie, dann wird einem nur das vollflächig angezeigt. Genau, also die Referentenansicht ist ja wirklich nur ein Hilfsmittel. Also die kann man machen, aber die muss man nicht machen. Ne? Also, oder halt einfach auf dieses Play, so, also auf den Start gehen und dann hat man die ganze Folie halt so durchlaufen. Ja.
Ich würde sagen, ich mache einfach mal, ich mache jetzt mal so ein, zwei Folienblätter, die ich einfach mal kurz entwerfe. Das heißt, ich ziehe ein bisschen Bild, ein bisschen Text rein. Ich mache nochmal einen Übergang. Ich füge nochmal ein kleines Video ein, weil das ist wirklich etwas ganz, ganz Hilfreiches jetzt hier in dem Falle oder ganz Nützliches, was man halt bei PowerPoint gut machen kann. Und ja, dann, ne? Dann schauen wir einfach weiter. Gut. Okay, also Segelboot. Ja. Thema ist Segelboot. Das habe ich jetzt schon ausgewählt. Ich verschiebe das Ganze jetzt erstmal so ein bisschen nach hier oben. Und man sieht auch schon, ich mache das Ganze einfach nur mit dem Finger. Und die Ausrichtung, das wird mir immer sofort angezeigt, dass ich jetzt halt wirklich mittig bin. Ich kann die ja mal so stehen lassen. So, auf Start kann ich das Ganze natürlich auch wieder verändern. Das heißt, jetzt aktiviere ich hier oder möchte ich das Ganze natürlich noch mal ein bisschen größer haben als 48er und ein Segelboot. Oh ja, da. Ich hätte gerne mal diese Farbe da einfach dazu. Zwei dieser Container oder dieser Textcontainer, die öffnen sich eigentlich immer von Standard her. Also wenn ich den aber nicht brauche, muss ich ihn nur einmal antippen und sofort erscheint mir dieses Kontextmenü hier und ich kann halt ausschneiden, kopieren und in meinem Falle jetzt natürlich löschen sagen. Und schon ist das Ganze einfach weg. So, genauso mal, wie wir es bei den letzten beiden Runden gemacht haben. Ich möchte jetzt einfach mal ein kleines Bildchen einfügen, denn gerade bei Präsentationen, die leben ja auch von Bildern. Und von daher öffne ich das Internet nochmal. Ich mache das wieder über die Splitscreen-Funktion. Das heißt, ich schiebe den Finger von unten einfach nach oben, bis mein Dock da ist. Nehme mir Safari, schiebe mir Safari einmal an den rechten Rand, bis sich PowerPoint die Darstellung auch so ein wenig verändert. Und in dem Moment geht mir mein Safari gleichberechtigt zu meiner PowerPoint-Präsentation auf. Jetzt habe ich hier schon das eine oder andere noch aus den ganzen letzten Fortbildungen, aus den letzten Sessions. Und das brauche ich jetzt natürlich alles nicht mehr. So. Und was ich jetzt brauche, ist einfach nur ein Segelboot. Das suche ich mir jetzt hier mal kurz rauf. Ganz viel wird mir hier angezeigt mit den Fingergesten. Ne? Also ich ziehe die Finger jetzt auseinander, kann ich das auch hier ein bisschen vergrößern. Wenn mir das nicht reicht von der Fläche her, dann würde ich das jetzt einfach auch mal so ein bisschen anpassen. Ich brauche einfach mal ein Bild. Na, das sieht doch romantisch aus da vorne. Na, aber ich hätte gerne ein bisschen was Sportlicheres. Das schaut gut aus. Das habe ich jetzt ausgewählt. So, jetzt nehme ich einfach meinen Finger, gehe auf das Bild drauf, halte den gedrückt und lasse den Finger auch gar nicht los, sodass das Bild einfach an meinem Finger dranhängt. Gehe jetzt einfach mal rüber auf meine PowerPoint-Präsentation, bis dieses grüne Plus erscheint. Lasse den Finger los und habe Glück, es wird eingefügt. Wenn die Bilder kopiergeschützt sind, dann kann es sein, dass sie nicht eingefügt werden. Ist in der Regel aber so, dass die Bilder eingefügt werden können. So, jetzt habe ich es einfach erstmal nur fallen lassen und automatisch, wenn ich ein Bild drin habe, gibt mir PowerPoint noch so ein paar Designideen hier an der rechten Seite, hier, so ein bisschen mit an die Hand. So. So könnte ich das Ganze jetzt gestalten oder könnte halt meine Präsentation dahingehend schon gestalten. Ich muss das nicht machen, ich kann jetzt auch einfach da reintippen und sagen, nee, ich mache das völlig frei, indem ich halt ja, in mein Bild reintippe, dann habe ich wieder meine runden Bearbeitungspunkte hier an den Ecken. Das heißt, dort kann ich die Proportionen wieder verändern oder halt hier meine eckigen Punkte oben und unten beziehungsweise an den Seiten, sodass ich das Bild halt entsprechend auch nochmal so ein bisschen zerren oder stauchen kann. Ich möchte das genauso lassen, das sieht doch schon mal gut aus. So, das wäre die erste Folie. Die zweite Folie hole ich mir jetzt, indem ich einfach sage, neue Folie. Und wenn ich einfach nur auf neue Folie tippe, dann bekomme ich halt automatisch erstmal so eine weiße Folie. Jetzt kann ich aber von vornherein natürlich auch sagen, hier oben ins Layout, ich brauche jetzt was anderes und zwar brauche ich jetzt, was brauchen wir denn mal? Da, zwei Inhalte. So. Ja, da tippe ich mal rein.
Regeln oder... Segelboote-Vergleich. Das ist jetzt eine Präsentation, die mache ich jetzt sozusagen auch hier einfach direkt mit Ihnen. Bei den anderen beiden davor konnte ich ja immer noch so ein paar Dateien mal vorbereiten. Aber da auch ich kleine technische Probleme vorhin hatte, ist diese Datei weg. Das heißt, das machen wir jetzt einfach quasi nochmal neu. So. Und auch hier würde ich jetzt einfach nochmal ein Bildchen einfügen. Ich mache es mir jetzt mal ganz einfach. Ich nehme mir einfach dieses Bild. Halt den Finger mal drauf, ja, bis mir mein Menü aufgeht und kopiere dieses Bild einfach. Ja, tipp jetzt da rein. Komm schon. Füge da was ein. Füge da was ein. Jetzt mache ich mal was ganz anderes. Auch eine Funktion, die oftmals unterschätzt wird. Ich tippe jetzt hier einfach rein und würde jetzt am liebsten hier ein bisschen Text rein diktieren. Das kann ich nicht, weil wir nämlich gerade in Zoom die Bildschirmaufnahme teilen. Aber in meiner Tastatur habe ich hier ein Mikrofonsymbol, was mir jetzt grau hinterlegt ist, aber jetzt könnte ich dementsprechend halt auch ein wenig Text dort einfach reindiktieren. Genau das Gleiche können Sie machen, wenn Sie eine externe Tastatur haben, indem Sie doppelt auf die Fn-Taste drücken, die sich ganz unten links bei Ihnen befindet. Auch dann startet die Diktatfunktion, sodass Sie halt einfach Text reinsprechen können. So. Ach ja, das heißt, ich nehme mir jetzt tatsächlich noch einmal ganz kurz, ein bisschen die Zeit im Auge behalten, aber das kriegen wir hin. Einmal noch ganz kurz Safari. So, mache mir jetzt hier einfach mal irgendwas auf. Segelboot Wikipedia. Brauche ein bisschen Text, so dass man das einmal sieht. Text kann ich genauso kopieren, wie ich Bilder natürlich auch kopieren kann. Schiebe ich da rein. Und da ist mein Text automatisch schon mal drin. Zack, Dingens ist wieder vor. So, natürlich ist dieser Text jetzt nicht besonders schön eingefügt worden, sondern ich müsste ihn jetzt noch einmal formatieren. Wenn ich dieses Feldchen jetzt hier vielleicht gar nicht mehr brauche, dann lösche ich mir das einfach raus. Verbreite das Ganze mal, dann sieht das Ganze schon wieder so aus. So, weiterhin. Ich möchte ja noch so ein paar Sachen einfügen. Das war jetzt einfach nur ein bisschen Text, den ich jetzt einfach mal so reinbringe, beziehungsweise ein Bildchen, was ich reingebracht habe. Ja. Etwas, was jetzt nicht so ganz zum Segelboot passt, aber was ich Ihnen natürlich gerne einfach mal zeigen möchte, ist, dass ich halt gerade mit PowerPoint halt auch unter dem Menüpunkt einfügen, Fotos einfügen kann. So, das heißt, jetzt greift PowerPoint auf meine Foto-App hier im Gerät zu, beziehungsweise ich kann halt auch auf die Kamera zugreifen. Das möchte ich natürlich erlauben. Und sobald ich darauf zugreife, bewege ich mich nur kurz mit Ihnen kurz zum Fenster. Ah, herrlich. Und machen wir es mal ruhig querformatig. Und ich habe beide Möglichkeiten. Ich habe einmal die Möglichkeit, ein Foto zu erstellen. Und ich habe einmal die Möglichkeit, ein Video zu erstellen. Ich möchte das jetzt mal neu machen. Und in dem Falle möchte ich wirklich mal ein Video erstellen. Mal gucken, ob das jetzt geht. Ich habe das Gefühl, das klappt jetzt nicht, weil wir den Bildschirm ja eh schon sozusagen teilen. Dann erstelle ich mal ein Foto und das ist es dann. Und natürlich, also das, was ich, wie gesagt, damit zeigen wollte, ist, dass ich natürlich einfach die Möglichkeit habe, mit dem iPad
immer wieder schnell auf meine Kamera zugreifen zu können. Und dadurch, dass ich da halt schnell drauf zugreifen kann, kann ich dann halt auch jederzeit kleine Fotos oder kleine Videos einfach einfügen. Ja. Natürlich kann ich diese Bilder halt auch bearbeiten und es sind die gleichen Bearbeitungsschritte oder die gleichen Bearbeitungsmöglichkeiten, die man halt auch aus Word beziehungsweise halt auch aus Excel heraus kennt. Also so typische Microsoft-Funktionen, die immer wieder in dem Sinne auftauchen. So. Jetzt möchte ich tatsächlich mal mein schönes Segelboot und da meine komische zweite Folie, da möchte ich jetzt nochmal einen kleinen Übergang hinzufügen. In dem Moment tippe ich hier oben einfach auf die Übergänge, gehe dann hier auf den Übergangseffekt und ach, was wollen wir denn mal? Nee. Wir schieben mal. So. Und ich erkenne daran, dass ich eine kleine, also dass ich einen Übergangseffekt hinzugefügt habe, hier oben an diesem kleinen Sternchen, der hier auftaucht. Natürlich kann ich auch sagen, wenn ich einmal einen schönen Übergangseffekt gefunden habe und ich habe meine 20 Folien oder wie viel auch immer, kann ich halt auch sagen, auf alle anwenden. Ich muss es also nicht dann für jede einzelne Folie neu definieren, sondern kann halt sagen, dieser Effekt, der soll bitte immer irgendwie eingeblendet werden oder halt angenommen werden. Genauso kann ich natürlich auch nochmal Effektoptionen ein bisschen genauer definieren, ob dieser Wischeffekt, den ich jetzt genommen habe, von unten kommen soll, ob der von links kommen soll oder von rechts oder von oben. Also auch dort. Eigentlich möchte ich Sie damit nur ermutigen, spielen Sie damit ruhig mal rum, versuchen, probieren Sie sich aus. Also es steckt wirklich viel innerhalb dieser kleinen App einfach drin. Und natürlich das Zeichnen. Ne? Also Zeichnen ist jetzt wirklich etwas Tolles. Dazu möchte ich nur eine Sache mal kurz verändern. Ich möchte das Bild mal absichtlich jetzt hier ein bisschen kleiner machen. Und jetzt gehe ich nochmal auf das Zeichnen ein. So. Zeichnen, wie gesagt, ist etwas, das können wir sehr, sehr gut am iPad machen. Das kriegen wir halt nicht an einem Desktop-PC so einfach hin. Und das ist wirklich eine der Stärken des iPads, dass ich jederzeit damit überall halt auch mit dem Stift beziehungsweise mit Texteingabe und so weiter arbeiten kann. So, und das Erste, ich habe mir jetzt hier mein Grün genommen und finde jetzt, was weiß ich, möchte jetzt hier irgendwelche Beschriftungen machen. Das hier vorne, das ist nämlich die sogenannte Fock beim Segeln. So, man sieht schon, ich habe nicht besonders gut geschrieben und kann jetzt beispielsweise hier, wenn ich in dieses, das muss ich mal kurz zeigen, da oben in dieses Plus mit diesem, ja, also dieses Lasso, das ist ein sogenanntes Lasso, wenn ich dort halt hineintippe, ne, dann kann ich mir das, was ich gerade geschrieben habe, kann ich mir anschließend auswählen. Ich kreise da einfach drum rum. Ob er das jetzt gemacht hat, das weiß ich noch nicht so genau. So, und dann dauert es einen Moment. Ja, hat er das jetzt gemacht? Oder habe ich zu undeutlich geschrieben? Ich probiere es nochmal. Ja. Ja. Nee, ich habe da, glaube ich, zu undeutlich geschrieben. Also, was dahinter steckt, ist, dass ich, versuche es in diesem Ding jetzt hier nochmal, was dahinter steckt, ist, dass wir, wenn ich unordentlich schreibe oder wenn ich handschriftlich schreibe, ich bleibe mal mit diesem handschriftlich schreiben, dass ich dann mein Handgeschriebenes halt letztendlich auch in maschinengeschriebener Schrift, also in Textschrift umwandeln kann. Touch more, freien den Text. Und dann mal versuchen. Ne? Also ihr hattet es gerade, es hat geklappt, ja, oder? Da ist es. Es dauert manchmal einen Moment, ne, aber ja, es liegt vielleicht auch so ein bisschen an der Verbindung. Also letztendlich kann ich in PowerPoint, das kann Keynote im Übrigen auch noch nicht, zumindest, nee, das noch nicht, handschriftlich etwas reinschreiben und das dann halt einfach in die Maschinenschrift umwandeln kann. Genauso kann ich halt meine
ja, Kritzeleien, die ich hier gemacht habe, ja, sowas in der Art, das kann ich ebenfalls markieren und kann das in Formen umwandeln lassen. Ich bleibe mal bei der Schrift. Bei der Schrift funktioniert das schon relativ gut. Also es ist schon ein Wunder, dass er meine Schrift jetzt hier gerade wirklich als Fock vernünftig umgewandelt hat. Also ich habe bei Microsoft da auch relativ wenig Fehler bisher feststellen können. Natürlich sollte man die Texte, die man umwandeln lässt, gerade von Handschrift in geschriebene Schrift oder in Maschinenschrift, bitte immer noch mal überprüfen. Also da sollte man sich nicht blind drauf verlassen. Ja? Okay. Ja, so, jetzt starten wir doch einfach mal von 1 an kurz die Präsentation. Und genau das war es eben schon. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben. Ich gehe da nochmal rein. Das war mein Vision, was einmal von links kommen sollte. So, und bei Folie 2, da sagen wir, da möchte ich jetzt auch nochmal einen Übergang haben, nur dass wir den einfach ein bisschen anders sehen. Irgendwas, was ganz gruselig ist, zufällige Balken, würde ich nie im Leben nehmen. Ja, da, genau. Ja. Das heißt, da hätten wir jetzt unsere fertige Präsentation, die wir jetzt schon anschauen können. Nochmal kurz darauf zurück. In der Bildschirmpräsentation kann ich jetzt halt auch die Referentenansicht nehmen. Und jetzt sieht man auch schon, das ist jetzt hier Bild 1 und auch mit dem Finger drauf. Das heißt, jetzt sehe ich hier den Pointer und hier unten in der Ansicht sehe ich, also hier in dieser Ansicht sehe ich jetzt halt die nächsten Folien, die da einfach schon kommen. Hier könnte ich mir jetzt noch zusätzlich Notizen hinzufügen, meine sogenannten Moderatoren-Notizen. Und zwar möchte ich natürlich bei einem Vortrag, möchte ich immer erstmal mit einer Begrüßung, möchte ich starten. Ja. Und so weiter und so weiter. Das kann ich hier alles noch machen. Ich könnte jetzt hier noch weitermachen, aber ich sehe, die Zeit rennt uns weg. Und von daher würde ich jetzt an der Stelle unterbrechen und Ihnen tatsächlich wirklich einfach liebend gerne an die Hand geben, dass PowerPoint ein unglaublich tolles Programm auf dem iPad ist. Also meiner Meinung nach von Word, Excel und PowerPoint genommen, ist PowerPoint das Schönste davon. Probieren Sie es einfach aus. Spielen Sie damit rum. Machen Sie Fotos. Geben Sie Text ein. Lassen Sie die Schüler auch mal zusammen daran arbeiten. Es ist wirklich toll und es bietet unglaublich viel. So, ein Satz, was ich vorhin noch meinte, was ich ganz gerne mit meinen Schülern mache, ist, dass ich tatsächlich, wenn ich ein neues Thema anfange, zum Beispiel London, so, dann mache ich Folgendes. Ich nehme mir eine neue Folie. So. Moment, da komm schon. Nehme mir eine neue Folie und entwickle jetzt zu Beginn der Stunde einfach erstmal ein Mindmap zum Thema London. Oder ich füge ein Bild ein oder wie auch immer. So, dann kann man ja alle möglichen Sachen dazu schreiben. Famous people, sites, famous places or places oder ja, alles Mögliche. So. Und das mache ich mit den Schülern zusammen. Und das heißt, ich präsentiere das Ganze einfach an der Tafel und sammle jetzt hier sozusagen mein Tafelbild. Dann haben wir das in Stunde 1, haben wir das gemacht. Und dann kommt die nächste Stunde. So, und bei der nächsten Stunde mache ich dann nichts anderes, als dass ich diese Präsentation einfach wieder raushole, dann eine neue Folie hinzufüge und dann sozusagen die zweite Stunde ebenfalls wieder als Tafelbild mir hier anfertige. Dann kann ich jederzeit, wenn dann halt irgendwelche Rückfragen kommen, dann kann ich halt jederzeit sagen, hey, schaut mal, dann springen wir doch einfach nochmal in die letzte Woche zurück und haben sofort das Tafelbild einfach aus der letzten Woche wieder da. So, oder aus der letzten Stunde, je nachdem. Und so kann ich im Prinzip durch mein Unterrichtsthema, was sich ja über eine gewisse Zeit halt immer themenabhängig aufbaut, kann ich im Prinzip immer die Ergebnisse reibungslos verfolgen. Ich kann immer wieder durch die Stunden durchspringen. Und ich habe natürlich auch die Möglichkeit, wenn ich das mit den Schülern hier zusammen erarbeitet habe, dass ich nicht am Ende sagen muss, so, nun schreibt das mal alle ab, sondern, nee, ich teile das einfach entweder per Classroom-App, das erfahren Sie morgen, oder aber per AirDrop und schon haben alle Schüler das immer irgendwie für sich in den Mappen beziehungsweise auf dem Pad. Ja, das ist auch nochmal so ein Tipp, wie ich damit umgehe. Vielleicht können Sie damit ja auch ein bisschen was anfangen. Gut. Gibt es
hinsichtlich von PowerPoint erst nochmal fragen. Das heißt, ich spiele den Ball jetzt mal wieder an den Moderator. Ja, jawohl. Gerade kam nochmal die Frage, wie man nochmal die Design-Vorschläge sich anzeigen lassen kann. Vielleicht kannst du das nochmal kurz zeigen. Warte mal, wenn ich... Das müsste über Layout gehen, oder? Ja, genau. Da war es auch irgendwo. Wo war es denn, ne? Entwurf, sorry. Entwurf, genau. Im Entwurf ist es drin und dann ist es in dem Design. Ganz recht. Ja, war wieder zu einfach. Da ist es. Ja, okay, jetzt hatte ich nichts ausgewählt. Moment. Es geht, weil da wahrscheinlich handschriftlich draufgeschrieben ist, geht es dann. Das kann sein, ja, dass ich das jetzt schon überlagert habe, genau. Ja. Auf der vierten Folie. Aber auf jeden Fall, ich glaube, die Frage ist beantwortet, weil wir wissen, wo wir sie finden. Die Design-Ideen. Ja. Genau. Sonst gibt es tatsächlich gerade keine Fragen mehr, bei mir zumindest. Bei Ihnen, Herr van der Stucken? Bei mir kam noch mal was auf, wegen der Bildschirmtastatur, wenn ich quasi keine... Ein paar Schulen haben noch keine Hardware-Tastatur geliefert und keinen Stift geliefert. Dann nochmal der Hinweis, da gab es ein paar Lieferverzögerungen bei der Firma und wir haben die Auslieferung gestoppt, weil wir das jetzt nicht in den Pfingstferien an die Schulen geliefert haben wollten, weil die erfahrungsgemäß einfach nicht durchgehend besetzt sind, was ja auch in Ordnung ist. Aber dann würden sonst wieder Pakete einfach vor der Tür stehen und jeder könnte sich bedienen. Das wollten wir nicht. Deswegen, es kommen nach den Pfingstferien kommen noch Hardware-Tastaturen und Stifte. Für die, die mit der Bildschirmtastatur arbeiten wollen, da gibt es natürlich keine Control- und Command-Taste da drauf. Dann, wenn ich jetzt mehrere Objekte da markieren möchte, dann nochmal danke an Herrn Kemper für den Tipp. Ich tippe einfach mit einem Finger auf ein Objekt und halte ihn drauf und tippe dann einfach weitere Objekte an. Also es ist wie immer am iPad super einfach, einfach auf irgendwas drauf tippen und vielleicht noch was anderes tippen und immer passiert irgendwas total Cooles. Also einfach schön drauf rumbatschen. Das ist ein guter Tipp tatsächlich. So funktioniert das auch sehr gut. Genau. Es sind gerade keine weiteren Fragen, zumindest bei mir. Nochmal eine generelle Frage. Einen Moment. Text nur kurz antippen geht nicht, wenn man was im Internet kopieren möchte. Ja, da am besten lang draufbleiben auf dem Text und dann leuchtet es blau auf und dann können Sie mit diesen blauen Markern rechts und links das noch verschieben und den Text auswählen, den Sie haben wollen. Genau. Ansonsten, wenn es gerade keine Fragen gibt, wir machen das wie letzte Woche. Ich bleibe noch ein wenig hier drin in dem Call und Sie können gerne noch Fragen in den Chat schreiben, wenn es was gibt. Ansonsten hätte ich noch eine Bitte für Sie. Das kennen Sie auch von letzter Woche, falls Sie dabei waren. Falls nicht, dann ist es neu. Sie dürfen auch diese Woche gerne wieder Feedback geben. Und bevor ich Ihnen dazu den Link schicke, möchte ich Ihnen noch zeigen, was morgen ansteht, weil das sind auch ganz spannende Themen. Wir haben morgen, das ist der 1.6. von 14 bis 15 Uhr das Unterrichtsmanagement mit der Classroom-App aus der Praxis und aus dem, wie ich in Schulungen Lehrerinnen und Lehrern begegne, da ist immer die Classroom-App ist immer das Highlight. Da gehen immer die Augen ganz groß auf und man denkt sich, wow, weil da werden nämlich solche Fragen geklärt wie, wie kann ich denn die iPads steuern von meinen Schülern und Schülerinnen, dass die nicht alle auf YouTube gehen oder Minecraft spielen währenddessen. Das geht damit ganz, ganz einfach mit der Classroom-App. Und wir haben noch grundlegende Bedingungen von Keynote, Pages und Numbers. Das ist sozusagen das Äquivalent mit anderen Funktionen zu dem, was wir heute gehört haben, werden wir aber morgen in einer Stunde haben. Und am Ende haben wir noch Lern- und Erklärvideos mit dem iPad erstellen. Auch eine ganz großartige Sache mit iMovie und Clips werden wir uns da anschauen. Der Referent wird Axel Torkas sein. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall wert, dass Sie da dabei sind und Ihre Zeit morgen Nachmittag nochmal investieren. Da werden Sie ganz, ganz viel lernen. Genau. An dieser Stelle nochmal auch herzlichen Dank an Martin Brückmann für die interessanten Fortbildungen heute. Ich glaube, es war nochmal super, das auch aus der Sicht des iPads eben zu sehen, was kann ich bei Word und Excel und PowerPoint anders machen. Und ich sehe da auch schon ein Klatsch-Emoji hier in der Galerieansicht. Ihr Klatsch-Emoji können Sie auch noch im Feedback ausdrücken. Das zeige ich Ihnen jetzt hier einmal. Da üben wir nochmal eine weitere iPad-Funktion. Sie öffnen die Kamera an Ihrem iPad, halten die auf Ihren Bildschirm und dann kommt oben direkt zu einer Benachrichtigung Linkformsoffice.com öffnen. Da draufklicken. Sie müssen kein Foto machen.
Sie müssen nicht Ihren Bildschirm abfotografieren, sondern einfach nur hinhalten und dann kommt oben dieser Link und auch keine Angst, Sie müssen es nicht da festhalten, sondern der Link bleibt auch nochmal für ein paar Sekunden da. Genau. Deswegen einmal sehr gerne mit Ihrem Handy oder mit Ihrem iPad das abfotografieren. Ich sehe gerade, es funktioniert nicht immer. Einfach nochmal probieren. Es ist sonst auch der gleiche Link wie letzte Woche. Genau. Aber iPad hinhalten und dann kommt oben diese Benachrichtigung, wenn Sie mit der Kamera drauf sind und dann müsste es funktionieren. Genau. Und da dürfen Sie dann, wie gesagt, Martin Brückmann auswählen, Standort Stuttgart. Das kommt am Ende und dann können wir das gut zuordnen. Genau. Herr van der Stucken, wollen Sie noch ein paar Worte zum Schluss? Ich möchte mich auch nur noch bedanken bei dem Herrn Brückmann für die tolle Fortbildung heute, für die tollen 3 Fortbildungen natürlich, für das Eingehen. Es war super, das nochmal aus Lehrersicht zu sehen. Auch danke für die Tipps zum Einsatz im Unterricht. Auf jeden Fall hat sehr, sehr viel Spaß gemacht beim Zuschauen und allem. Also 2-3 Sachen hat man auch so gelernt, wenn man auch sonst mit dem iPad schon umgehen kann und Word, Excel, PowerPoint kennt. Also gerade die Nummer mit Excel mit dem Markieren und Ziehen, das hätte vielleicht Microsoft ein bisschen weniger stark verstecken können, aber ohne ist es ja auch nicht ganz so lustig. Ich erinnere mich immer gerne an das Spiel, was in Excel 97 versteckt war als Easter Egg. Und ansonsten danke auch an Herrn Stahl natürlich für die tolle Moderation, für die vielen, vielen Fragen, die er im Chat beantwortet hat. Das kriege ich gar nicht mit. Ich kriege nur mit, wie wenig Fragen ich abbekomme. Und ich denke mir deswegen, die meisten wird der Herr Stahl abfischen. Und vielen Dank auf jeden Fall an Sie beide für diesen tollen Fortbildungstag. Und vielen Dank an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Bitte nehmen Sie es mit, beziehen Sie die iPads, bleiben Sie neugierig und probieren Sie es aus und verbreiten Sie die Kunde in den Lehrerzimmern, dass die Fortbildungen doch ganz, ganz toll sind und wertvoll sind. Und man kann es wie immer natürlich dann auch zeitnah auf YouTube schauen. Es wird aufgezeichnet oder wurde auch aufgezeichnet und wird dann auf YouTube gechallt. Genau, und mit diesen Worten verabschiede ich auch mich, auch ich mich so rum. Ich werde jetzt noch ein bisschen Musik einspielen. Der Chat bleibt noch offen, das heißt, Sie können noch Fragen stellen. Und ich freue mich, Sie morgen dann wieder begrüßen zu dürfen um 14 Uhr. Bis 17 Uhr wirklich ganz, ganz tolle Fortbildung nochmal. Seien Sie da auf jeden Fall dabei und bringen Sie mindestens 5 Lehrerinnen und Lehrerkollegen mit. Bis dahin, einen schönen Nachmittag und viel Spaß beim Ausprobieren. Vielen Dank, Martin. Danke. Dankeschön. Tschüss.